wird es offiziell. Guten Morgen, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Sportfreunde. Halbfinalrückspiel zur Deutschen Meisterschaft der U19-Junioren. Werder Bremen begrüßt Sie recht herzlich zu diesem Spiel. Kommen wir nun zu den Mannschaftsaufstellungen. Zu heutiger Gast, der erste FSV Mainz 05, spielt wie folgt. Im Tor mit der Nummer 1 Volkan Tiki, mit der 2 Manuel Schneider, mit der 3 Tim Vlies, mit der 4 Andreas Rudolf, mit der 5 Jan Tillmann Kirchhoff, mit der 6 Konstantin Frink, mit der 7 Eugen Gopko. Die Nummer 8 ist Andreas Ludwig. Mit der Nummer 9 spielt Peter Sliskovic. Mit der 10 André Schirle. Mit der 11 Velibor Velebier. Wechselspieler und zweiter Torwart mit der Nummer 18 ist Yannick Dom. Empfängt die Nummer 12 Mathis Österreich. Mit der 13 Robin Mertiwitz. Mit der 14 Christoph Sauter. Mit der 15 Michel Gross. Die 16 Jesu Zengi. Und die Nummer 17 Martin Wink. Der Trainer ist Thomas Tuchel. Und sein Co-Trainer Norman Bertsch. Und hier die Aufstellung der U19 von Werder Bremen. Er spielt mit der Nummer 1 Felix Wiedwald im Tor. Er fällt mit der Nummer 3 Sebastian Kmiec. Mit der 4 Sebastian Sonnenberger. Mit der 5 Nikolai Streater. Mit der 8 Kevin Krisch. Mit der 9 Pascal Testro. Mit der 10 Serhan Zengi. Mit der 11 Matti Olmi. Auch unsere Nummer 14 hat man wieder fit bekommen. Mit der Nummer 14 Onor Aye. Mit der 18 Thorsten Tönjes. Und mit der 21 Dino Faslitsch. Wechselspieler und zweiter Torwart ist bei Werder mit der Nummer 20 Sebastian Pastor. Entfällt mit der 6 Ralf Ulang. Mit der 7 André Lugel. Mit der 12 Patrick Derdak. Mit der 16 Janik Becker. Mit der 17 Eleftherios Matsukas. Und mit der 19 Marco Ondeberg. Der Thema ist Mirko Rotaro. Meine Co-Trainer sind Christian Lafke und Javier Packer. Liebe Sportfreunde, Halbfinalrückspiel der Deutschen Meisterschaft der A-Junioren. Wir begrüßen die U19-Mannschaft von FSV Mainz und von Werder Bremen. Jedenfalls begrüßen wir recht herzlich das heutige Schiedsrichterteam unter der Leitung von Michael Kepler und Soldorf. Meine Assistenten sind Thorsten Schiffler und Thomas Mönch. Ja, also, 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 ja,
Ja, genau! Ja,